Baltimore-Werft. Sie haben Starterlaubnis. Gute Reise. Ja, gute Reise, und da sind wir auch schon bei... Am nächsten Einsatzwegpunkt halten sich feindliche Schiffe auf. Dort finden Sie weitere Anweisungen. Ja, okay, also, willkommen zurück hier bei Freelancer. Hier ist unser Einsatzwegpunkt. Dann wollen wir mal gucken. Genau, fliegen wir den mal an, den Wegpunkt. Ist ja nicht ganz so weit weg hier das Ganze. Schauen wir mal. So, jetzt können wir hier wieder andocken. Oh, ist ganz hübsch gemacht, das Ganze. Wie gesagt, schon ein paar Tage jetzt nicht gespielt. Muss ich dazu sagen. Erstmal wieder reinkommen hier. Und da ist unser Einsatzwegpunkt. Ja, wie gesagt, ein paar Tage habe ich es nicht gespielt. Kam ich einfach nicht dazu. Wie gesagt, jetzt nehmen wir mal wieder ein bisschen auf. Ich werde so 4 Folgen, denke ich mal, vorproduzieren für euch wieder. Und ja, damit wir auch weiterkommen hier. Also wir hatten ja den freien Flug. Jetzt muss ich bloß mal gucken. Ah ja, so war das. Genau. So, und da ist unser nächster Wegpunkt. Genau, und dann fliegen wir auch den an. Wir hatten ja die Mission in der letzten Folge angenommen. Und ich würde sagen, wenn wir die fertig haben, dann fliegen wir wieder zurück nach Manhattan, habe ich mir überlegt, und gucken mal, was da an Aufträge auf uns wartet. Beziehungsweise, ob wir dann natürlich wieder, oder ob wir weiterkommen in der Main Story. 5000 haben wir. Gegenmaß, achso, ja genau, das war dieser, der Werfer-Logbuch. Mal ganz kurz. Ah ja, kurz auf Sektor 4D, töten sie alle. Haben wir bereits ein paar Schiffe ausgesandt. Genau. Sollen wir also wieder die Banditen töten, und ich glaube, hier sind sie auch schon. Wer sich mit dem Teufel anlegt, bekommt die Hörner zu spüren. Feindliche Schiffe in Reichweite. Wir haben sie zum besseren Anvisieren markiert. Hallo, ein bisschen Hilfe wäre nicht schlecht. Ja, ja, ich komme ja schon. So, mal gucken hier. Den hier gleich irgendwie mit reinkriegen. Oh, der hat uns gerammt, der eigene. Ja, machen wir mal so. So. Okay, einer weniger. So, der sieht auch nicht mehr gut aus. Das war der. Ich glaube, da kommen noch ein paar. Ist noch einer irgendwo ein bisschen dichter dran? Nee. Ach, da, den. Ich glaube, ein paar Raketen wären auch nicht schlecht für uns. So, auch der hat uns gerammt, aber sieht noch soweit okay aus. Zu sein. Gute Arbeit. Einsatzkommission Ende und aus. Grant, hier Jewel.
Ich habe einen neuen Auftrag für Sie. Interessiert? Wir treffen uns auf Manhattan. King und ich erwarten Sie in der Bar. Alles klar. Ja, das war ja sowieso das, was ich überlegt hatte. So, da ist er und dann... Anfliegen. Fliegen wir da mal hin. Können wir mal ins Inventar gucken. Javelin-Rakete. Okay. Schild. Eine Food-Ration und Oxygen haben wir quasi aufgenommen. Ja, wenn wir hinfliegen, kann ich ja mal ein bisschen vorlesen. Die meisten Planeten im Zero-Sektor sind reich an natürlichen Ressourcen, doch nur wenige sind in der Lage, Landwirtschaft im großen Rahmen zu unterstützen. Nahrungsmittel sind daher weitgehend ein grundlegender, doch wichtiger Punkt in der Wirtschaft von Sirius. Zwar ist in den unterschiedlichen Kolonien eine Vielfalt von Speisen erhältlich, doch dominiert Synth-Foods mit seiner revolutionären Synth-Paste ein Großteil des Marktes. Die fortwährende Expansion der Kolonien gewährleistet jedoch, dass die immer größere Nachfrage nach Nahrungsmitteln den Markt offen hält. Okay. Der menschliche Körper verbraucht im Schnitt mehr als 1200 Liter Sauerstoff pro Tag. Der normalerweise mit neutralen Gasen wie Stickstoff vermischte Sauerstoff wird durch das Lungengewebe aufgenommen und dann über den Blutkreislauf an sämtliche Körperteile transportiert. Alle Menschen benötigen ein fortwährendes Angebot an Sauerstoff. Ohne Sauerstoff würde ihr Leben binnen Minuten enden. Das stimmt. So, dann haben wir das mal. Also. Das ist ja nett. So, dürfen wir auch andocken. Hätte ich ja gar nicht gedacht, dass es sowas gibt. So, und wir sind wieder quasi in Manhattan. Es gibt einen neuen Auftrag für uns. Wir sollen uns dann also wieder in der Bar mit denen treffen. So, würde ich aber erstmal zum Warenhändler, dass wir erstmal ein bisschen was verkaufen. Halt unsere gute Paste. Und auch den Sauerstoff. So, genau. Ja, die wollen wir verkaufen. Die wollen wir auch verkaufen. Hier können wir dann auch Sachen einkaufen und handeln, wenn wir das möchten. Gehen nochmal zum Ausrüstungshändler. Mal gucken, zwecks unser Schiff. Ob wir irgendwas raketentechnisch vielleicht doch ranbekommen. So. Sprechen wir mal mit ihm. Dann schauen wir mal, was wir jetzt hier so haben. Schütztürme. Keine Verankerung dafür. Okay. Gegenmaßnahme. Magmahammer. Können wir auch nicht anbringen. Stalker-Rakete. Also wir haben ja hier ein bisschen was. Dann muss ich hier noch kleine Geschütztürme, wenn ich das jetzt richtig sehe. Können wir nicht verkaufen, brauchen wir ja nicht. So, hier können wir nur Minen ranbringen. Das heißt, die kriegen wir auch nicht daran. Das heißt also, eine Rakete, also Raketenplatz kriege ich hier nicht ran. Wenn ich möchte, könnte ich halt Minen noch nehmen. Gut, dann verkaufen wir die auch. Dann lassen wir das Schiff nämlich so und gucken mal im Schiffsmarkt, was wir hier so haben. Wie gesagt, das Teil, was da steht, haben wir, ja. Ja, die haben wir. Wir gucken mal, was es noch so gibt. Es gibt einen Frachter. Starttracker, leichter Jäger, wie gesagt, den haben wir. Mal kurz hier gucken. Maximale Nanobots hat der 15, der hat nur 12. Panzerung hat der 1800, der hat nur 1300. Geschütz- und Turmsockel hat der 4, da hat der nur 3. Also der ist ein bisschen von der Panzerung und alles ein bisschen schlechter. Und auch mit den Nanobots und Batterien. Maximale Waffenklasse 3, maximale Waffenklasse 4, okay. Ja.
Wie gesagt, der hat eigentlich nur einen Waffenslot mehr. Wie sieht es denn mit dem Frachter aus? Der hat Geschütz und Turmsockel. Okay. Panzerung 1600, Laderaum. Okay. Könnten wir uns mal so im Hinterkopf halten, vielleicht, dass wir auch noch einen Frachter uns holen. Ja. Ich würde aber sagen, wir gehen jetzt in die Bar. Einfach um zu gucken, was da für ein Auftrag auf uns wartet. Beziehungsweise jetzt geht ja quasi die Hauptgeschichte weiter. Da stehen sie schon beide. Genau. Das würde ich sagen, gucken wir nachher nochmal, was es hier an News gibt. Schön, Sie wiederzusehen. Also, wo wir jetzt alle hier sind, die LSF hat einen wichtigen Auftrag für Sie. Interessiert? Ja, das Ziel. Fassen Sie den Artefaktschmuggler. Der LSF liegen Informationen vor, dass ein gesuchter Verbrecher, Sean Ashcroft, eine Ladung illegale Xeno-Artefakte in das New York-System schmuggeln will. Hat einen Einsatz als mäßiges Risiko. Ashcroft ist gut bewaffnet. 4500 Credits. Jo. Ja, warum nicht? Okay, hier die Einzelheiten. Die LSF weiß von einem Schmuggler, der Artefakte in den und aus dem Liberty-Raum schleust. Was für Artefakte? Außerirdische. Sie sind sehr alt und erzielen unter Sammlern einen hohen Preis. Liberty überwacht und beschränkt den Handel. Aber auf Anordnung der Präsidentin will die LSF ihn unterbinden. Kann ich bitte ausreden? Okay. Der Schmuggler heißt Sean Ashcroft. Wir observieren ihn schon eine ganze Weile. Wir haben Informationen, dass er eine Ladung durch das Colorado-Tor nach New York schleusen will. Wir wollen ihn. Stoppen Sie den Konvoi noch vor New York und bringen Sie Ashcroft zum Verhör. Aber Vorsicht, wahrscheinlich hat er Hilfe. Ich lade jetzt den Zugangscode zum Colorado-Tor in Ihr Neuronet. Zudem werden ein Traktorstrahl auf Ihrem Schiff installiert. Moment. Erzählen Sie ihm von dem Bonus. Was für ein Bonus? Ich habe die Zugangscodes für die anderen Liberty-Tore. Bringen Sie uns Ashcroft und Sie können sie haben. Wirklich? Wirklich. Ich muss noch einen Boxenstopp einlegen. Wir sehen uns im All. Okay. Na gut. Gucken wir mal ganz kurz. Gibt's hier irgendwelche neuen Nachrichten? Alle Nachrichten, die Sie wissen müssen. Hier ist der Colony News Service. Gut, das hatten wir gelesen. Das ist neu jetzt hier. Präsidentin Jacobi kündigt heute wegen des Auftretens einer neuen, noch unerforschten und potenziell gefährlichen Klasse von Artefakten in Liberty ein einstweiliges Handelsverbot für Artefakte an. Trotz anfälliger Proteste versicherte sie den Gewerkschaftsvertretern, dass sie angemessen kompensiert und der reguläre Handel nach einer Bewertung der Lage wieder aufgenommen würde. Bis dahin seien alle Bürger zur Einhaltung dieser zeitlich begrenzten Vorsichtsmaßnahme angehalten. Mhm. So, und hier im... Ach, hier haben wir die Auftragsliste im Endeffekt. Genau, hier können wir auch nochmal gucken. Die Frage ist, also Schwierigkeit sollte da ja, oder wurde ja gesagt, ist ein bisschen schwerer. Ich würde jetzt im Endeffekt Folgendes machen. Ich würde jetzt sagen, wir machen jetzt hier ein paar Aufträge. Dann holen wir uns den Frachter im Endeffekt. Den bauen wir aus, würde ich sagen. Und dann, ja, schauen wir mal, wie das wird. Hier haben wir noch auch noch einen Verbrecher. Also das ist alles Schwierigkeitsstufe 1. Ich würde sagen, wir nehmen das jetzt einfach mal an. Anzahl von Schiffen, sie müssen Sektor 3 fliegen, alle eliminieren. Machen wir auch. Also wie gesagt, hier geht es eigentlich darum, dass wir die ganzen Banditen hier, die Piraten quasi, erledigen. Na, also das ist eigentlich immer das Gleiche, sind bloß die Sektoren ändern sich. Auch das nehmen wir jetzt mal alles an. Das ist ja alles Schwierigkeitsgrad 1. Auch hier wieder eine große Anzahl von Leuten. Wie gesagt, hier haben wir noch... Einer unserer Informanten hat einen Aufenthaltsort von Duan Sigora ermittelt. Wir wollen diesen Mann. Wir gehen davon aus, dass er sich in Jersey Schuttfeld aufhält. Sie müssen ihn dort aufspüren, sein Schiff zerstören und die Rettungskapsel bergen. Okay. Das können wir auch machen. Dann haben wir vielleicht schon mal ein bisschen Übung da drin. Das ist natürlich die Frage, habe ich das jetzt hier alles irgendwie angenommen oder
Hier. Da habe ich die jetzt nicht. War das? Okay. Weiß ich jetzt nicht, ob wir die jetzt haben. Wir gucken mal ganz kurz hier in unseren Logbuch. Aha, also ich kann jetzt, denke ich mal, hier keine neuen Sachen wieder annehmen. Das würde ich sagen, lesen wir später wieder, wenn wir das soweit fertig haben. Gucken wir uns kurz im Inventar. Geldmäßig haben wir 8000. Panzerung, Frachtraum. Also das ist, unser Schiff ist nicht so gut. Dann kaufen wir jetzt ein neues Schiff. Dann würde ich ruhig den Frachter kaufen. Einfach mal gucken, wie der so wird. So, Meister. Das ist unser, wie gesagt. Und hier... leichter Jäger. Gehen wir erstmal zum Ausrüstungshändler. Ich gucke mal, ob ich die Waffen alles abbauen kann. Aus dem Schiff. Dann verkaufen wir das reine Schiff im Endeffekt. Und holen uns dann den Frachter. Ich denke, dass, wenn das so funktioniert, dann haben wir wenigstens die Bewaffnung noch. Nicht verkaufen. Ich will das eigentlich abmachen. Abbauen. Ich das vielleicht hier im Inventar machen? Vielleicht sag hier. Schubdüsen. Ne, ich kann hier nichts abnehmen lassen. Wie gesagt, ich kann die Sachen nur verkaufen. Egal. Also wie gesagt, das Ding hat doch nicht so... Also unser Schiff ist da doch schlechter. Ist nicht das gleiche, was da jetzt steht. Weil wir wirklich nur Panzerung, ja... relativ wenig haben. Na? Also wenn wir jetzt hier gucken, Panzerung 1100. Also eigentlich ist alles besser als das, was wir haben. Genau, das war ja der Frachter im Endeffekt. Wollte hier nochmal ganz kurz gucken. 1300, wie gesagt, wir haben 1100. Sind wir erstmal den Patriot, bevor wir jetzt den Frachter holen. Also wie gesagt, das hier weiß ich nicht, ob wir das verkaufen können. Dann nehme ich nämlich erstmal den. Genau. Schiffshändler, Inventar. Ich meine, da sind ja jetzt hier alles... Ich glaube, ich kann die jetzt so rausnehmen. Oder? Verkaufe ich die dann? Aha. So, wird auf jeden Fall wieder mehr hier. Also wir machen jetzt einfach mal Schiff kaufen und dann schauen wir mal. So, haben wir das Schiff. Genau, da ist es. Dann gucken wir mal Bewaffnung, ob wir da noch irgendwas machen können jetzt. So. Den einen Slot müssten wir hier am Flügel noch frei haben. Genau. Das sind die Sachen... So, wir haben hier den Starbeam drinne. Schütztürme können wir hier bestimmt nicht ranbauen, oder? Nee, keine Verankerung dafür. Magma-Hammer. Okay, so viel Geld haben wir nicht. Schaden 24,12. Ja. Ist auf jeden Fall besser, nehmen wir die. Wie gesagt, hier haben wir nochmal den... die Reiseflugunterbrecher haben wir. Sowas auch hier? Nö.
Seit hier können wir noch Minen reinnehmen im Endeffekt. Ein bisschen Geld haben wir noch. Wir hatten jetzt die gekauft. Klasse 3. Genau. Dann würde ich sagen, kaufen wir die auch noch. Dann haben wir zwei noch von der Klasse 2 und zwei von der Klasse 3. Ich denke, das ist soweit in Ordnung. Dann auf zur Startrampe. Lonigan, bist du das? Wann hat man dich aus dem Krankenhaus entlassen? Du denkst, du bist in Sicherheit, aber das bist du nicht. Was faselst du da? Was denkst du wohl ist auf Freihafen 7 passiert, hm? Wurde in die Luft gejagt. Zusammen mit meinem Schiff, meiner Erzlieferung und der Million Credits, die du mir schuldest. Ha! Wie gewonnen, so zerronnen. Nein. Wir hatten einen Deal. Und der ist mit der Station zerplatzt. Das scheint alles schon so lange her. Spielt sowieso keine Rolle. Die wollen uns alle tot sehen. Wer will uns tot sehen? Die Männer von der Regierung. Sie werden das Manifest finden. Dann werden sie wissen, wer dort war. Sie sind schon hinter mir her. Aber ich bin schlau. Bin aus dem Krankenhaus getürmt. Du bist was? Getürmt? Musste sein. Die wollten mich holen, weil ich was gesehen habe auf der Station. Ich habe gesehen, was uns das angetan hat. Und mir! Da waren diese Schiffe. Aber sie waren nicht da. Sie waren nicht... Lonigan, du redest völligen Unsinn. Du kapierst das nicht. Sie kennen mich jetzt. Ich bin hier nicht mehr sicher. Niemand von uns. Trent, wir müssen aus Manhattan verschwinden. Ich... Hey, warte, Lonigan! Hey, was soll das? Mann, sie sehen scheiße aus. Alles okay? Keine Ahnung. Was ist denn passiert? Zwei Männer haben mich überfallen. Oh, meine Brust. Wo ist Lonigan? Lonigan? Wer ist Lonigan? Die haben ihn mitgenommen. Reißen Sie sich zusammen, Trent. Denken Sie an Ashcroft und den Job. Ja. Das wird schon wieder. Los, Trent, die Arbeit wartet. Und Sie kommen ganz sicher zurecht? Ich bin okay. Dann sehen wir uns, wenn Sie zurück sind. Weidmanns Heil. Okay, das war ja was gewesen. Der Typ da gerade zum Ende, der kam mir gleich von Anfang ein bisschen unsympathisch vor. Aber wie gesagt, wir sollen unsere Mission hier weitermachen, also ist erstmal egal, was mit Lonikim ist. Dann würde ich sagen, starten wir mit dem neuen Schiff. Die beiden da, die sahen ja auch so ein bisschen aus wie von der LFC, also hier von dieser Liberty Police Einheit. So, genau. Wir sollen King bei Manhattan im All treffen. Da sind sie ja. Ich hatte mir schon langsam Sorgen gemacht. Alles in Ordnung? Ja, bestens. Gut. Also, was war da unten los? Wer ist Lonigan? Hab ihn auf Freihafen 7 getroffen. Wir hatten gerade ein Geschäft klargemacht, als die Station angegriffen wurde. Er wurde verletzt und ist seither in Behandlung. Ich habe auf seine Genesung gewartet, damit ich mein Geld bekomme. Und? Was hat er gesagt? Nichts über das Geld. Er sagt, er sei aus dem Krankenhaus geflohen und er würde verfolgt. Ich hielt ihn für verrückt, bis die zwei Typen kamen und ihn erschossen. Vielleicht war er doch nicht paranoid. Mann, ich sehe mein Geld nie wieder. Lebt wohl, Millionen Credits. Langsam, wir sind fast bei der Handelsroute.
So, ja. Denke ich auch, dass die Millionen Credits quasi futschi sind. So wie alles andere auch. Unsere Flugbahn führt uns an Fort Busch vorbei und direkt zum Colorado-Tor. Sie zuerst, Trent. So, okay, alles klar. Ansatzwegpunkt. Zack. Dann fliegen wir da gleich mal durch. Aktivierungssequenz vollständig. Routensprung initiiert. Bin echt gespannt, wie die neuen Waffen und das Schiff überhaupt so quasi sind, wie das wird. Dann Frachter werden wir später dann irgendwann mal kaufen. Wer weiß, was noch für Schiffe kommen. Ist nur ein kurzes Stück von hier zum Colorado-Tor. Los geht's. Oh, da ist er ja auch schon. Hey. Wie fliegt es denn? Aktivierungssequenz vollständig. Routensprung initiiert. Seit dem Angriff auf Schulski hat die Marine schwere Schlachtschiffe zu allen Sprungtoren beordert. Jedes Schiff vom und zum New York-System wird gescannt. Schlachtschiff Unity, bitte identifizieren Sie sich. Over. Unity, hier Patrouille Gamma 6 mit Spezialauftrag der LSF. Erbitten Sprungerlaubnis nach Colorado. Over. Patrouille Gamma 6, Erlaubnis erteilt. Over. Roger, Gamma 6, Ende. Das war nicht übel. Auf geht's. Na denn, wollen wir mal gucken, was da auf uns wartet. Wie gesagt, die Folge wird sicherlich etwas länger werden, weil wir die Mission noch fertig machen. Aber das ist ja nicht weiter schlimm. Gut, nächster Halt, das Colorado-System. Systemsprung erfolgreich. Alle Systeme grün. Trent, Position nahe der Handelsroute beziehen. Hier Juni. Ashcroft wurde im Kepler-System gesehen. Wir wissen nicht, welchen Weg er nimmt, aber er scheint direkt zu euch zu kommen. Haltet die Augen offen. Over. Bestätigt. Trent, wir müssen jedes ankommende Schiff scannen. Fliegen Sie zum Wegpunkt und beziehen Sie Position. Was machen wir? Gut, Triebwerke aus. Wir warten hier. King, Ashcrofts Konvoi hat eben Colorado erreicht. Wir haben ihm bei Station Pueblo eine Falle gestellt. Bleiben Sie, wo Sie sind, und lassen Sie seine Männer nicht entkommen. Over. Roger. Trent, wachsam bleiben. Okay, mit Scanner der nahegelegenen Schiffe beginnen. Achso, mit Scannen. So, um ein Schiff zu scannen, nehmen Sie es in Ihren HUD ins Visier und wählen Sie es in Ihre Ecke Kontaktliste aus. Klicken Sie Fracht scannen. Und, alles klar. Anfunken, Scanner starten. Ist klar. Dann haben wir den hier noch. Ist klar. Schiffe anvisieren und ihre Fracht scannen. Treffer, ich gehe rein. Na los, Trent. Sie verstoßen gegen das Liberty-Artefaktgesetz und sind festgenommen. Triebwerke aus. Trent, nimm seine Triebwerke. So, alle Trieb
Triebwerke, oder weiß ich nicht, wo die sind. Schon gut, schon gut. Sind Sie verrückt? Feuer einstellen, oder Sie werden zerstört. Ich hoffe, Sie haben gute Anwälte. Das hier ist Amtsmissbrauch. Ich verklage Sie. John Ashcroft, Sie sind verhaftet. Ich bin nicht Ashcroft, Blödmann. Das wird Sie Kopf und Kragen kosten. Was? Mein Name ist Cosmo van Nostrom. Merken Sie sich das. Ich werde gleich Ihr schlimmster Albtraum, Plattfuß, unrechtmäßige Festnahme, Willkür und Zerstörung meines Eigentums. King, unser Plan ist schiefgegangen. Ashcroft konnte bei Pueblo durchbrechen. Wir haben den Kontakt mit der Station verloren. Fliegen Sie sofort hin. Tempo. Bestätigt. Wir sind unterwegs. Das ist unerhört. Wir sind noch nicht fertig miteinander. Ich... Es könnte Ärger geben. Waffen bereit machen. Na, das war dann wohl der Falsche. Hat sich aber nicht mehr so gesund angehört, der Junge. Wollen wir mal gucken, was da jetzt los ist. Fliegen hier richtig. Oh, hier sind ja schon einige. Großer Gott! Mayday, Mayday, hier Station Pueblo. Wir werden angegriffen. Wiederhole, wir werden angegriffen. Hier Patrouille Gamma 6. Greifen Feind an. Gamma 6, wir sehen 6 Gegner. Mehrere Decks brennen. Die Lebenserhaltung bricht zusammen. Wir halten nicht mehr lang durch. Verstanden. Also dann, Trent. Ja, ja, ich bin schon dabei. Einen habe ich schon. So. Kurz hier wieder ein bisschen heile machen alles. Der war nicht ohne. Vielleicht mal den hier. Ist er noch ein kleiner. Der andere gerade war schon ein bisschen größer. Die Station bricht auseinander. Schnell. Ja, wir geben ja hier schon Gas. So. Gucken wir mal, wo der nächste ist. Und mit dem hier gleich. Den hier noch. Ja, das war der letzte. Pueblo, Ihr Status. Lebenserhaltung in mehreren Sektionen ausgefallen, sonst okay. Was ist passiert? Wir haben diesem Ashcroft eine Falle gestellt. Aber sein Konvoi kam nicht wie erwartet aus der Handelsroute. Die kamen vom Kuppertenfeld und haben uns völlig überrascht. Die LSF-Jäger sind wie die Fliegen gefallen. Wo sind die Transporter? Als die Kämpfe anfingen, sind sie ins Silvertonfeld geflohen. Einen haben wir mit einem Peilsender versehen. Wird gerade hochgeladen. Empfangen Sie das Signal? Ja, klar und deutlich. Danke, Pueblo. Das werden die uns büßen. Weidmann Pfeil. Ashcroft gehört uns. Trent, hin zu den Koordinaten. Genau, das machen wir aber in der nächsten Folge, würde ich sagen. Für diese Folge reicht's dann erstmal und dann gucken wir mal, ob wir in der nächsten Folge den guten Ashcroft gefangen kriegen. Ich danke wie immer fürs Zusehen und freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal mit dabei seid. Bis dahin.